Rätzen des Fests sollte auch die 555-Jahr-Feier anlässlich des Erhalts der Stadtrechte von Bad Muskau werden. Die Feierlichkeiten vor 5 Jahren hatten Maßstäbe gesetzt und nun lag es an den Vereinen, trotz geringerem Budget etwas auf die Beine zu stellen. Als Gastgeber stieß Bürgermeister Andreas Bender mit den vielen geladenen Gästen auf ein gutes Gelingen an. Verbringen, denn es wird sich ab 20.30 Uhr hier die erste große Bad Muskauer Weihnacht anschließen. Muskauer Spielmannszug stellt ebenso wie die beiden Chöre eine feste Größe bei allen Feierlichkeiten dar. Und so umrahmten diese auch das Festprogramm im Lindenhof. Natürlich durfte das Muskau-Lied hierbei nicht fehlen. Daraus resultiert auch die erste urkundliche Erwähnung des Ortes im Jahre 1253 in Verbindung mit Markgraf Heinrich. Das Stadtoberhaupt ging in seiner Rede auf die lange Geschichte Muskaus ein. 1447 kauft Wenzel von Bieberstein die Herrschaft Muskau und verleiht ihr 1452 die Stadtrechte. Viele Höhen und Tiefen, Kriege und Plünderungen, Brände und Pest hat unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger durchlebt und erlebt. Dabei wechselte die Standesherrschaft Muskau oft ihre Besitzer. Der wohl berühmteste Sohn Muskaus, Fürst Bückler, hat mit der Schaffung seines Landschaftsparks der Stadt ein Erbe hinterlassen, welches erst heute in seiner Bedeutung richtig erkannt wird. Fürst Bückler investiert sein gesamtes Geld in die Parkgestaltung und kommt in große finanzielle Schwierigkeiten. Diese Situation kommt mir irgendwie bekannt vor, das muss an den sogenannten bekannten Muskauer Erdstrahlen liegen. Unter Bückler wurde die schon viel früher erkannte heilende Wirkung verschiedener Quellen genutzt und 1823 das Kurwesen aufgebaut. Auch dieses hat eine lange Geschichte. Nachdem die kommunale Betreibung des Kurmittelhauses gescheitert war, ist es der Familie Geißler zu danken, dass sie 1998 den Mut und die Kraft aufbrachten, die Kureinrichtung im Moorbad privat zu betreiben. Er zeigte die Chancen bezüglich der Kurstadtentwicklung auf. Unsere 3 ortsgebundenen Heilmittel Moor, Eisenvitriolquelle und die im Mai 2001 aufgefundene Thermalsohle mit einer Qualität, die der des Toten Meeres gleichzusetzen sind, sind Alleinstellungsmerkmale, die hervorragende Grundlagen für die weitere kürtliche Entwicklung darstellen. Zurzeit befinden sich 2 Investitionsvorhaben durch private Investoren in Vorbereitung. Am Standort Niederländischer Hof wird ein Kur- und Wellnesshotel im 4- bis 5-Sterne-Qualität durch die Fürst-Pickler Thermen- und Gesundheitszentren GmbH errichtet. Am Standort des ehemaligen Hotels Stadt Berlin wird ebenfalls ein Kur- und Wellnesshotel in 3- bis 4-Sterne-Qualität durch die Moorbad-Beteiligungsgesellschaft errichtet. Mit Unterstützung des Landkreises und des Freistaates wird es an der Umsetzung der kommunalen Investitionen Tiefgarage unter dem Marktplatz weitergearbeitet. Mit der Realisierung der Investitionen in der Stadt und dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am neuen Schloss im Jahre 2010 kann und wird ein harmonisches Bild von Stadt, Park und Kurentwicklung als Resultat der Bemühungen stehen. Von dieser Entwicklung soll und wird die ganze Region profitieren. Bis dahin ist es aber noch ein weiter arbeitsreicher Weg. Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht, aber vieles gilt es noch anzupacken, um unsere Stadt zu dem zu machen, was wir uns auf unsere gelb-rote Stadtfahne geschrieben haben, die Entwicklung der Stadt
zu einer attraktiven Park- und Kurstadt auf hohem Niveau. Danke. Die Glückwünsche der Landesregierung überbrachte Sachsens Sozialministerin Helma Oros. Sie unterstrich die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit bezüglich Kurentwicklung von Stadt, Landkreis und Freistaat. Der Verleihung des Stadtrechts Bad Muskau. Es ist heute schon viel von meinen Vorrednern gesagt worden und Sie keine Angst. Mit der begonnenen Verlegung des Grenzübergangs nach Krauspitz ist ein erster Schritt getan, um das Ortsbild hier am Haupteingang zum Park tourismusfreundlich gestalten zu können. Auch der inzwischen durchgeführte Dauerpumpversuch sowie die damit verbundene Heilmittelanerkennung sind neben der Bewältigung des ruhenden Verkehrs auf dem Marktplatz Voraussetzungen für Kurinvestitionen in diesem Bereich. Und dafür sind beide, Herr Geisler und Herr Thalert, angetreten. Das ist gut und das ist richtig so. Und ich sage Ihnen auch, dass die Staatsregierung diese Vorhaben unterstützen wird. Wir sind sehr eng miteinander im Gespräch. Es gibt ja eine Vielfalt von Dingen zu lösen. Wir haben konstruktive Ansprechpartner im Landkreis. Herr Genau sei hier besonders nochmal genannt. Und wir werden in nicht so allzu langer Zeit hoffentlich zu einem Ergebnis kommen. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Wir haben in den letzten Jahren oftmals schon davon geredet, dass wir kurz vor dem Ziel stehen. Aber in der Tat sind immer Dinge eingetreten, Gesetzesänderungen, Finanzschwierigkeiten und das eine oder andere, was Sie besser kennen wie ich. Ich behaupte jetzt mal hier vorn heute, dass es, glaube ich, unsere letzte Chance ist. Und wir müssen sehr eng zueinander stehen, dass wir es schaffen. Und wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass wir es schaffen. Und ich kann Ihnen heute als kleines Geschenk anlässlich des Jubiläums nur versprechen, dass ich meine ganze Kraft und die mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auch weiterhin dafür einsetzen werde, dass wir in Muskau unser gemeinsames Ziel, die vorteilhafte und optimale Entwicklung des Kurortes, schnellstmöglich erreichen. Und in meinem Kalender steht im Jahr 2009 ein wunderbares Wochenende zur Erholung im fürstlichen Bad Bad Muskau. Herzlichen Dank und noch einen wunderschönen Abend. Nach diesen hoffnungsvollen Worten übergab Jan Jenjasch, Bürgermeister der Partnergemeinde Rojnica, an Stadtoberhaupt Bender einen aus Holz geschnitzten starken Mann, das Wappenelement Muskaus. Serdecznie jeszcze raz wszystkiego najlepszego, panie burmistrzu. So rundes Jubiläum kommt sehr selten vor. Deswegen freuen wir uns, dass wir die Möglichkeit haben, mit Ihnen und Ihren Bürgern an dem Fest teilzunehmen. Auch Repräsentanten der polnischen Partnerstadt Bolko ließen es sich nicht nehmen, zum Stadtjubiläum zu gratulieren. Gute Zeit der Stadt Bad Muskau sowie viel Erfolg in der Arbeit und alles Gute im Privatleben. Polnische und deutsche Schüler zeigten unter Leitung von Thomas Stapel ihr Können in der musikalischen Interpretation von Reisebildern.